Hallo Jungs und willkommen zu einer ehrlich gesagt eher traurigen Folge. Hier von Minecraft mit Kathi und Dena. Hallo. Hi, hi. Leute, wir haben in der letzten Folge, ihr seht, Kathi hat hier noch ein Mahnmal aufgebaut, ja? Ein Kreuz für die Toten, für die Verstorbenen. Für die schrecklichen Folgen des Krieges, ne? Es war wirklich Krieg hier in diesem Dorf. Ihr habt ja gesehen, schon in der vorletzten Folge war hier Krieg. Der volle Pillager-Angriff war hier und es sah eigentlich noch ganz gut aus. Bis ganz zum Ende und auch in der letzten Folge. Wir haben nochmal alles gegeben, wir haben alle Pillager getötet. Es lebt niemand mehr hier. Allerdings haben die es auch geschafft, alle Dorfbewohner zu töten. Also es war nicht erfolgreich von uns, Leute. Es lebt wirklich niemand mehr hier, ja. Nein, wir haben alles abgesucht. Wir sind in jedes Haus, Leute. Sind wir hier reingelaufen, haben geguckt, irgendwie jemand da so. Hallo, hallo. Hey, hey, klopf, klopf, jemand da vielleicht noch, aber nein, niemand ist da. Niemand, wir haben es nicht geschafft, irgendjemanden zu retten. Das war wirklich traurig. Also, ich weiß gar nicht, was du sagen soll. Was ist das denn hier? Das, was? Ach, rote Beete. Kann man die auch einfach so futtern? Aber gerade kann ich eh nichts futtern. Hier unten in der Höhle, da wurden wir am Ende von Magiern getötet, mehr oder weniger. Also es war dramatisch, sagen wir so. Es war wirklich einfach nur dramatisch. Mhm. Und jetzt sind keine Bewohner mehr da. Ich habe aber immer noch das Böse oben übrigens, Kathi, ne? Es geht einfach nicht weg. Das heißt, 100 Minuten, 100 Tage. 100 Tage? Oder 100 Stunden? 100 Stunden? Ich weiß nicht. Noch länger. 100 auf jeden Fall. 100, okay. 100 Stunden ist nicht länger als 100 Tage. Das heißt, wenn wir nochmal in ein Dorf gehen, dann sind wir wieder am Arsch. Lustig, wie du übrigens barfuß hier so rumläufst. Barfuß? Was? Ja, ja. Ja, du läufst, wieso laufe ich barfuß? Ja, sieht so ein bisschen barfuß aus. Bei mir aber auch. Nee, also auf Socken coolen Schuhe, oder so. Mann. Naja, sattel dein Ross, ja, und dann geht's jetzt hier zurück. Leute, ich muss aber sagen, hier, dass Arthur, mein Pferd, richtig, richtig böse aussieht, ja. Also komplett schwarz und dann aber eben die diamantene Rüstung an. Oh Gott, wo ist mein Pferd? Sieht schon richtig geil aus. Also das... Ja, kann man sagen, sieht ein bisschen cooler aus, als meins. Ja, ist schon richtig. Dann kannst du ein bisschen was futtern. Wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg. Mehr oder weniger zurück. Da vorne ist aber noch ein Schiffswrack, können wir uns mal anschauen. Komm, stimmt, da wollten wir noch hin. Das richtig. So, die Frage ist, kann man eigentlich so Pferde noch trainieren? Die Sachen übrigens haben wir schon alle rausgenommen. Weil Pferde haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Wie viele Herzen hast du zum Beispiel, Kathi? Hast du eine normale Leiste voll von dem Pferd, wenn du drauf bist? Ja, recht? Ja, und dann habe ich noch so eine andere Leiste mit so was Orangen. Warte mal, geh mal runter, das möchte ich mal sehen. Was meinst du? Ne, du hast aber weniger als ich. Ich habe weniger? Ja, weil du hast 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Herzen hast du. Und meins hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Herzen. Ha! Oh, was? Yes, aber wir können gleich beide gleich hochspringen. Man kann nämlich auch immer unterschiedlich weit unterschiedlich hochspringen und so weiter. Wieso hat der jetzt mehr Herzen? Das finde ich auch. Weil er ein bisschen krasser ist, halt Arthur. Mann. Boom! Autsch! Arthur hat Schaden bekommen. Sorry, Arthur, du bist selbst da runtergesprungen. Vorsicht hier mit dem Lava-Zeug, ne? Mit dem Lava, was für ein Lava-Zeug meinst du? Hier ist Lava überall. Wo ist, ihr habt noch kein bisschen Lava gesehen. Ach, da hinter vorne. Dir? Der kleine, ja, das passt schon mal so. Geh mal hier rein, da hinten ist eine Kiste. Als ob, hier ist richtig viel drin. Das hätten wir vor dem Kampf uns einmal holen sollen. Giftige Kartoffel, TNT. So, hast du auch eine Kiste? Ja. Ach, das ist so halb unter Wasser. Hast du jetzt rausgenommen? Ja, aber nicht alles. Giftige so Kartoffeln. Komische, giftige Sachen. Nein, die brauchen wir nicht. Aber hier unten und ist vielleicht noch eine Kiste. Seltsame Suppe habe ich eingesammelt. Seltsame Suppe. Seltsame Suppe. Ich habe dreimal seltsame Suppe jetzt. Und TNT. Ich habe noch eine Schatzkarte und Papier. Mal sehen, was die Schatzkarte sagt. Hast du die Truhe hier hinten nicht gesehen? Welche? Hier? Wo ganz viel Gold und so drin ist? Doch, ich hab da alles rausgenommen, außer das Gold. Gold brauchte ich nicht. Aber Eisenklumpen und alles. Ja, Eisenklumpen, 9 Eisenklumpen sind ein Eisenbarren. Da war auch noch ein richtiges Eisen drin, das habe ich ja rausgenommen. Ich nehm's mit. Perfekt, pack's mal besser ein. Nicht, dass wir irgendwas hier weglassen. Ja. Aber die Schatzkarte. Ja. Die zeigt, die ist ja hier in der Nähe. Da können wir hin. Hier ist ein Schatz. Oh, oh. Das hat ja beim letzten Mal so fantastisch geklappt. Mit dem Schatz, komm her, das ist so nah. Komm, mit Arthur. Denn? Mit Arthur reiten wir hier einmal hin. Ha? Das ist mein Pferd. Ich finde mein Pferd dauernd nicht. Hier vorne ist es, hier. Das ist halt noch keine Rüstung, deswegen sieht es da so normal aus. Wir haben zu Hause noch Rüstung. Jetzt gleich sogar goldene Rüstung rauf. Ich will aber auch eine Diamantrüstung. Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Dann müssen wir vielleicht noch mal in den Nether gehen oder so. Dann bekommen wir das auch. Okay. Wir müssen noch mal in den Nether mehr Place holen, um ins End zu kommen. Ja, das hat das Schwein davon. So, mal schauen, diese Karte. Ah, hier direkt hier.
Irgendwo direkt hier. Wieso muss der Schatz denn aber immer muss dieser Schatz hier so am Rand sein, wo so halb Wasser ist, genau. Also hätten wir jetzt unseren Wassertank, wäre es ja gut, aber... Warte mal, hier ist komischer Schatten, aber ich glaube, das ist... Hat damit nichts zu tun. Hast du eine Schaufel? Ich habe eine Schaufel. Nee, ich habe keine Schaufel tatsächlich. Also wäre gut, wenn ich eine Schaufel hätte. Aber ich glaube, hier ist nichts direkt. Nee. Ja, wenn du eine Schaufel hast, kannst du mir gerne eine rüber droppen. Bin ja immer Fan von. Ja, dann komm hierher. Ich bin ja schon da. Danke. So, mal schauen. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir suchen und nicht? Oh, hier geht's runter. Guck mal, hier, alles, was so ein bisschen runter geht, ist natürlich immer ganz, ganz praktisch, wenn man ein bisschen gucken kann, aber das war es dann auch schon wieder hier. Sieht aus, als hatte ich schon mal jemand gesucht. Nein, hier hat noch niemand gesucht, das ist eine normale Höhle. Wir sind die Einzigen hier. Und ich gehe jetzt mal ganz genau auf diesen Punkt. Eigentlich muss es sozusagen genau auf diesem Punkt muss das sein. Also eigentlich ungefähr hier. Hier drunter muss das sein. Aber... Was ist da unten? Ne, ist nix. Das ist nur ein Schatten gewesen. Also manchmal hat man halt Glück. Und die sind so... Und die gucken so heraus, die Kisten, weißt du? Aber das Glück haben wir hier nicht. Das heißt, unsere einzige Chance wäre wirklich hier sozusagen alles mehr oder weniger einfach wegzubuddeln. Aber, also das kann lange dauern, das haben wir schon mal gemacht. Und dann ist am Ende nicht mal irgendwas Gutes vielleicht bei rum. Also ich würde sagen, wir brechen das ab, die Schatzsuche. Meinst du? Ja, das, ich glaube, Schatzsuche so, weißt du, wenn du viel Zeit hast so und ein bisschen was erleben möchtest, also nichts erleben möchtest, besser gesagt, sondern gerne einfach so, wenn du jemand bist, der gerne sich so auf den Boden setzt und dann einfach buddelt, dann kannst du das machen. Aber ansonsten, ne, ihr seht, Leute, wir sind hier genau auf dem Ding drauf. Das ist, also ziemlich genau so. Eigentlich, wenn ich jetzt so bin, bin ich ziemlich genau drauf. Also, es müsste wahrscheinlich halt... Ah, ich hab die Kiste gewonnen! Siehst du! Nicht so schnell aufgeben! Oh, wie cool ist das denn? Was schmeiß ich jetzt weg? Oh, ich trinke. Ich nehme die Sachen. Lachs. Was war da noch drin? Ganz viele Lachse waren das? Ja, gebratener Lachs und Gold. Na gut. Ich habe auch schon die wichtigsten Sachen. Wir haben noch ein Herz des Meeres. Ich weiß ja immer noch nicht wofür, aber wir haben noch ein Herz des Meeres bekommen. Und ich glaube, das ist eine wertvolle Zutat. Zum Tauchen mitmachen, glaube ich. Zum Tauchen? Man braucht so Muscheln und diese Herzen des Meeres. Okay. Und dann kann man irgendwas daraus machen, damit man tauchen kann. Okay. Also unter Wasser atmen kann. Und dauerhaft unter Wasser atmen? Ja, das irgendwie so, glaube ich. Das werde ich jetzt direkt einmal schnell nachprüfen. Ja, aber ich glaube, man braucht dann mehrere von den Muscheln. Wenn Minecraft man Herz des Meeres. Also bei Minecraft Herz des Meeres, das kannst du benutzen, um einen Akquisator zu machen. Und ein Akquisator bündelt die Kräfte des Meeres und gibt das dann als Effekt ab. Dann hat man nämlich Abbaugeschwindigkeit, aber das kann ich vorlesen, während wir weiterlaufen. Wo bist du? Ich bin hier, einfach nur auf der anderen Seite von dieser Lagune. Ich sehe es mal. Ach, davon? Einfach schon mal komplett vorgelaufen. Alles klar. Zu den Schildkröten hin. Also, dann kann man auf jeden Fall in schnelle abbauen unter Wasser. Und du musst keine Luft holen. Du hast recht gehabt. Man kann unendlich unter Wasser atmen. Und man sieht normal. Ah, wie mit Nachtsicht. Oh. Das ist aber dann sehr, sehr stark, wenn man das alles kann. Sollen wir mal zurückreisen? Ich weiß nicht, ob man das abbaut. Ich glaube, man setzt das halt irgendwo hin. Ich glaube, das ist nichts, was man sozusagen im Inventar so normal hat, sondern man muss das irgendwo hin. Ich dachte, das ist so wie ein Helm oder so. Nee, dann brauchst du noch Prisma-Dinger und sowas. Oh Gott, mein Pferd kann nicht schwimmen. Aber wollen wir mal, Felix, weil hier überall Monster sind. Aber wollen wir mal. Ja, vielleicht wollen wir mal. wollen wir mal weiter. Also jetzt erstmal hier, wir kämpfen jetzt mal ein bisschen, ja? Aber hier, auf dem Pferd drauf. Kriegst du das hin? Bumm! Das wäre mal interessant, ob wir das schaffen. Aber nicht gegen Creeper, das ist böse. Wir müssen mal für den nächsten, wir haben ja schon gesagt, Kathi, für den nächsten Kampf... Au! Für unseren nächsten Kampf müssen wir üben, wie man das gut macht. Nee, lass mal lieber hier weg, Felix. Ja, das Gute ist ja, du kannst ja während du unterwegs bist... Scheiße, schnell weg. Du kannst während du unterwegs bist, kannst du essen. Das ist die falsche Richtung, glaube ich. So. Ist das nicht? Was ist die falsche Richtung? Ja, es ist die falsche Richtung. Ich kann nicht essen. Ja, vielleicht weil du voll bist. Vielleicht bist du voll mit Essen. Achso, das Pferd ist verletzt irgendwie. Komm, wir müssen mal weg hier. Ja, ich laufe ja schon weg. Komm, du bist doch voll schnell. Ist das die richtige Richtung? Das weiß ich nicht. Vorsicht, Creeper. Du kannst auch sprinten übrigens, ne? Das weißt du.
Dann bist du noch ein bisschen schneller. Kannst du mir sagen, ob wir in die richtige Richtung reisen, weil ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, absolut nicht, ob das die richtige Richtung ist. Also, da kann ich dir leider gerade nicht weiterhelfen. Ich glaube eher nicht, dass die richtige Richtung ist. Wir müssen halt Koordinaten nachlaufen, ne? Also wir müssen eigentlich so eher Richtung 0,0. Das heißt, wir müssen in diese Richtung hier. Kommst du mit? Ja, ich bin... Wo? Hier, hier, hinter mir her. So. Wir sind grob, müssen wir in diese Richtung. Okay. Aber ich sag mal so, das ist noch ein längerer Weg. Vielleicht finden wir noch einen Schatzhaufen. Oder noch ein Dorf. Boah, wenn wir noch ein Dorf finden, ne? Dann müssen wir aber, ist das nächste Dorf, was wir finden, das müssen wir schützen. Da gibt's gar keine Frage zu. So, das müssen wir machen. Wir können ja nicht die ganze Bevölkerung hier ausrotten. Ja. Bist du eigentlich genauso schnell wie ich? Nee, du bist irgendwie viel langsamer. Aber liegt, weiß ich, ob das an Pferd oder Reiter liegt, muss ich tatsächlich sagen. Du kannst sprinten auf dem Pferd, weißt du? Mein Pferd hat ganz viele Herzchen verloren, weil es die ganze Zeit beschossen wird. Da musst du aufpassen an den Ausweichen. Oh nein. Komm, geh an Land. Versuche rüber zu springen. Ja, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Schön weiter. Oh, ouch. Sag, wenn es knapp wird, ne? Weil dann müssen wir einmal irgendwo, du musst Weizen ihm geben. Hast du ein bisschen Weizen dabei? Nee, oh, erstmal weiter, geh erstmal weiter. Ich hab ganz bisschen Weizen. Oh, shit. Oh. Und rüber. Oh Gott, weiter, Kathi. Ja. Immer weiter. Es wird echt eng. Und ein bisschen Zickzack laufen im Zweifel. Aber wir können ja irgendwo Pause rechts, machen. Rechts. Ja. Nee, Pause können wir nicht. Wir müssen echt warten, bis Tag ist wieder. Haben wir keine Betten dabei? Nee, ich hab kein Bett. Wir hatten Betten dabei, aber ich glaube, das ist alles weg. Ja, es ist nicht mehr da. Wir haben auch zu Hause wieder Betten, aber halt hier. Unterwegs, hier ist nix. Lass mich ganz oben rauf. Hier, stopp, zurück hoch. Wir greifen uns gerade mit nix an, glaube ich. Okay. Oder? Ich sehe nix, was uns angreift. Ich habe zwei Weizen. Hier, ich gebe dem. Ich schau mal, ob meins das ist. Ich glaube, ich muss einmal runtergehen davon. Warte. Und. Ja, eins hat's gegessen. Ich gebe deins auch eins. Warte. Ja, hat's auch gegessen. Mal sehen, vielleicht hat es ein bisschen mehr Herzen. Also zumindest ein kleines bisschen. Ich habe leider nicht mehr. Also ich habe noch mehr. Ich habe noch ganz viel Weizen. Hat's mehr? Ja, es hat auf jeden Fall mehr hier. Oh, okay. Da kommt ein Zombie. Okay, schnell. Wo ist dein Pferd? Runter. Muss ich runter? Ja, ja. Okay, jetzt ist voll, oder? Ja, super. Cool. So, dann geht's weiter. Immer noch Richtung... Upp, ja. Autsch. Ja. Geil, dass ich selbst auch Schaden davon bekomme. Du bekommst dann auch Schaden? Ja, ja. Ah, da muss einmal durchs Wasser durch. Im Wasser kann halt das Pferd einen halt irgendwann ab... Ja, es wirft einen ab, wenn es untergeht. Das ist richtig blöd. Das sollte man gar nicht machen. Sonst ist man ein bisschen in einer blöden Situation. Oh nein, sind wir echt in einer blöden Situation. Ich krieg's Pferd nicht wieder hierher, so easy. Hast du? Ja, ich muss nur das Pferd wieder an Land bekommen. Komm. Oh ja, weil ich bin wieder an Land. Siehst du mich? Nee. Wo bist du hingegangen? Ich bin immer noch ein Stück weiter gelaufen. Ich werde von allen hier verfolgt. Dann geh irgendwo auf eine offene Fläche, wo man Ja, ich gehe mal auf eine offene Fläche. Dich mehr sehen kann. Ja, lauf weiter. Ah, ich seh dich. Hä? Wieso ist da hinten was explodiert? Ich weiß es nicht. Komisch. Wieso haben wir da hinten was explodiert? Nee. Okay. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Immer weiter hier geradeaus. Dann müssen wir gleich ein bisschen mehr nach rechts. Oh Gott. Oh Gott. Schon auch saugefährlich wieder hier gerade. Oh Gott. Schau auch, dass du selbst genug isst. Ne? Du kannst dich selbst voll essen. Au. Und einmal rüberspringen müssen wir. Ja, oh scheiße. Okay. Ach, damn. Aber die greifen das eigentlich nicht an. Ist nur... Komm schon, Pferd, Mann! Komm, Felix! Ja. Ich weiß nicht ganz, was ich machen soll. Ja. Du musst wieder drauf und musst ein bisschen... Das allererste, was man machen muss, ist das... Den hier kaputt machen. Okay. Kriegst du es hin oder soll ich kommen? Nein, ich krieg schon hin. Okay, perfekt. Und weiter. Ah. Ja, aber es geht schon. Guck mal, aber es ist so, wir lernen jetzt hier unter Druck, wie man das richtig macht mit den frühen Pferden. So, hier so, zack. Immer wieder springen, hast du gesehen? Immer wieder springen, dass man ein bisschen hochkommt. Und sollte es einfach nicht klappen, dann musst du halt einmal, fliegst halt einmal runter und dann kurz warten, bis das Pferd wieder nach oben gekommen ist und dann weiter.
Warte, du bist einfach ganz weit weggelaufen. Ich bin einfach nur geradeaus gelaufen, ohne zu sprinten überhaupt. Aber du bist in eine andere Richtung, als ich dachte, dass wir gehen. Ja. Das ist aber richtig hier. Cool, uah, Spinne. Das sieht cool hier aus, oder? Ja, das ist voll der krasse Märchenwald hier. So ja, sieht es ein bisschen aus. Aber für mich ist das auch gerade ein bisschen. Das finde ich voll schön. Uah. Weißt du, das ist von Minecraft Hero noch. Das ist jetzt Therapie. Dass ich jetzt richtig Touren hier mache. Mit, oh Gott, zwei ja. Zwei Creeper hinter dir. Zwei. Au. Ja, ich weiß. Au. Übers Wasser rüber. Übers Wasser rüber. Oh Gott. Übers Wasser. Da hinten geht die Sonne auf. Okay, gleich wird's besser. Okay, ich bin an Land. Oh Gott. Komm schon. Du schaffst es. Oh, also, schaffst es? Ja, ich weiß nicht. Es geht halt. Okay, weiter. Ach oh Gott, komm weiter. Okay. Ja, weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter nach rechts so langsam müssen. Also Richtung Sonne müssen wir jetzt. Ups, ich komme hier nicht ganz durch. Ich komme auch nicht durch gerade. Na, zurück, damn. Zurück. Ja, hier oben geht's. Ja, siehst du? Kommst du zu mir? Ja, hier, siehst du? Ja. Und jetzt hier lang. Und sprinten. Oh, Vorsicht, nicht so schnell hier runter, so langsam musst du hier runter. Sonst kriegst du viel Schaden. Wie viel Herzen hast du noch bei deinem. Hast du noch über Hälfte Leben bei deinem Pferd? Ja, über Hälfte. Okay, dann ist noch gut. Gleich füttern wir wieder die Pferde, dann geht's ihnen wieder gut, ja? Aber ich würde mir gerne diesen Wald angucken, ich finde ihn so cool. Oh, du kannst ihn ja gerade angucken. Ich kann ihn auch an, aber ich würde gerne hier Zeit verbringen und hier so ein kleines, so ein Hexenhäuschen so hin, so gretelmäßig bauen. Ich bin froh, wenn wir irgendwann wieder nach Hause kommen. Sieht schön aus. Ist das auch neu, dieser Wald? Ich weiß nicht, wie neu. Also ich weiß nicht, ob es sozusagen die letzte Version ist oder ob es schon noch ein bisschen mehr was her ist. Hier sind Hunde am Start, also Wölfe. Oh, wir haben, glaube ich, also ich habe sogar Knochen. Wollen wir es probieren? Ja, aber die sind nicht so schön. Ich will keine. Was ist denn, die sind nicht so schön? Die sehen immer gleich aus. Aber die sind weiß. Die sehen eigentlich immer so aus. Hallo? Es gibt doch auch andere Farben. Ich weiß nicht. Ich schau mal. Na? Hello? Oh! Das ist mein Hund! Yes! Mit einem Mal! Alfie, komm mit! Alfie! Ich glaube, ich habe wirklich Alfie. Der war mit einem Mal dabei. Kommt der mit jetzt? Natürlich kommt der mit, klaro. Vielleicht stirbt er auf dem Weg. Der das wäre auch typisch Alfie. So. Stimmt. Ja, wir müssen einfach straight weiter hier. Ich hätte halt gerne noch mal so eine Plain-Landschaft, wo nicht die ganze Zeit so viel Bäume sind hier, wo man immer so durchnavigieren muss. Hier sind noch mehr Hunde. Komm hier hoch. Geht das? Nee. Doch. Du musst im richtigen Moment springen. Siehst du? Das geht ja doch. Ah, hier vorne wird's besser. Hier sind wir jetzt auch schon nah an Zuhause, glaube ich. Wir müssen halt wahrscheinlich irgendwie noch einmal übers Meer rüber. Man ist. Oh. Was? Ich bin in so einen Strauch reingelaufen, das hat dem Pferd Schaden gemacht. Ouch. Okay, gib einmal den beiden Pferden wieder ein bisschen was zu essen. Hier, ja, fein gemacht. Ach, das heilt sich aber auch selbst wieder voll, ne? Ah, auch gut. Aber ein bisschen hier. Ein bisschen was zum Futtern tut sich auch immer gut. Alfie, du machst auch gut, Alfie. Hier, Alfie, bleib hier, Alfie. Nicht ins Wasser. Hier, guck mal. Ja, fein. Komm, ich hab bestimmt Essen für ihn. Hier, verrottetes Fleisch, perfekt. Zack, ja, fein. Hä? Verrottetes Fleisch mag er. Ja, er mag er. Sehr gut. So. Ich würde sagen, wir versuchen hier rüber zu kommen, oder? Weil da wird. Ja, noch da hinten weiter. Ja, das ist gut. Ja. Einfach noch hier hinten ein bisschen weiter. Um die Ecke. Ja. Oh, hier wird's. Und dann kommen wir langsam zu uns. Boah, was ein langer Weg, aber zum nächsten Dorf von uns aus. Kommst du hier hoch? Weil ich komme hier echt nicht gut hoch. Okay, jetzt bin ich oben. Ich bin schon längst unten. Also, soll ich auf dich warten oder kommst du runter? Hä? Ja. Was soll ich machen? Hier. Du hast so eine Entweder-Oder-Frage gestellt, Katis Antwort, ja. Die Antwort auf die erste Frage, soll ich warten? Ja. So. Ey, das sieht ja alles gleich aus hier. Ist einfach nur ein Birkenbaum hier nach dem nächsten. Wo ist denn der Hund, Felix? Hast du dem vielleicht gerade gesagt, er soll Sitz machen und jetzt ist er da geblieben? Ja, wahrscheinlich ja. Oh nö. Er ist die ganze Zeit mitgelaufen. Und jetzt nicht mehr. Och, come on, Alfie. Ich habe ihm nicht Sitz gesagt, aber ich habe ihm halt einen Knochen gegeben. Oder ich habe ihm dann. Ja, was zu essen habe ich ihm gegeben? Verrottetes Fleisch. Bleib hier, ja? Ja, ich bin schon wieder fast bei ihm, der war hier vorne. Hör! Irgendwo hier hat er gechillt. Bei dem Sumpfanfang.
Ja, ja. Alfie? Wo zur Hölle ist er? Mr. Alf? Ja, der hat sie einfach gesagt, ich bleib jetzt hier, glaube ich. Ach du, hey, du bist schon wieder da. Da ist er doch. Da ist er ja. Sehr schön. Dann mach dich bereit, wir können wieder weiter. Alfie, komm mit, okay. Du Dummi. So. Ich sehe dich aber nicht. Hier am Wasser entlang. Wie am Wasser entlang? Ich bin hier da geblieben. Genau, genau. Schau hier her und schau, komm zurück, wo du gerade eben standest. Du warst genau schon du warst schon am Wasser, jetzt bist du nicht mehr am Wasser. Komm zurück, wie du vor einer Minute standest am Wasser. Wenn du da wieder hin. Ich bin ja wieder zum Wasser gerade. Perfekt. Sag Bescheid, wenn du am Wasser bist, dann siehst du mich. Ich bin am Wasser, aber ich sehe dich nicht. Dann bist du falsch. Ich bin an dem Sumpfwasser. Da. Siehst du mich? Dreh dich um. Du warst vor einer Minute warst du da und nicht da. Aber gut. Nein, Felix, ich war hier. Du warst bei Alfie. Was? Du warst bei Alfie. Nein, ich war nicht bei Alfie. Du hast ihn vielleicht nicht gesehen, aber ich hab's ja in der Aufnahme. Du warst ja da. Ich war nicht bei Alfie. Doch. Nein. Okay, wir laufen weiter. Einfach ziemlich geradeaus jetzt hier. Ja. Wir müssen einmal hier rüber. Immer schön springen, wenn du im Wasser bist. Komm, nochmal. Hopp, und dann bisschen Pferd schubsen, dann nochmal springen und dann bist du wieder an Land. Jawoll. So, hier können wir nochmal schön laufen, geradeaus rüber und dann sind wir schon fast zu Hause. Da hinten ist schon Pilze sind am Start, das erinnert doch schon an zu Hause. Wir haben ja auch viele Pilze bei uns. Ich weiß nicht, ob es ganz zu Hause... wenn wir wirklich fast einen Landweg haben, wäre ja nice. Müsste eigentlich, oder? Ja. Oh, hier ist auf jeden Fall nicht wirklich Landweg. Hier muss man die ganze Zeit springen, um voranzukommen. Aber wir werden so richtig schön zu Pferdeprofis. Und das müssen wir auch, Leute, weil demnächst startet Minecraft Suche. Und ich glaube, das Pferd ist da auch ein richtiger Vorteil, wenn man da ein Pferd hat. Oh ja. Und wir müssen da ja auch gut kämpfen und gut überleben können und so weiter. Und uns schnell fortbewegen und sowas alles. Deswegen, das ist alles gerade sehr wichtiges Training, was wir hier machen. Weißt du noch die Koordinaten? Du hast ja alles aufgeschrieben von zu Hause. Ja, aber ich kann nicht gucken, während ich reite. Bist du nicht multitaskingfähig? Nein. Nein, absolut gar nicht so. Ich versuche gerade hinter dir zu bleiben. Ah, da bist du. Okay, ich halte kurz an, dann kannst du kurz die Koordinaten sagen. Okay. Alfie ist auch schon da. Alfie, na, gefangen. Ist auch mit dabei. Du redest mit ihm wie mit dem echten Alfie. Ja. Logisch. Ist ja auch Alfie, ne? Guck ihn dir an. Ich hab's mir irgendwo abgeschrieben. Ah, hier. Minus 150 und 266. Und 266. Mhm. Dann müssen wir in diese Richtung. 266. Mhm. Und das andere war minus? 150. Dann sind wir fast in der richtigen Richtung schon. Dann sind wir schon fast da. Na. Du siehst, wo ich bin, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Das war eine lange, beschwerliche Reise hier, durch die Nacht, mit Kämpfen vom Pferd aus, mit Pferd über Wasser rüberschubsen und so weiter. Aber am Ende haben wir es einfach gepackt, Kathi. Ja, und vor allem war es viel besser so als zu Fuß. War viel, war immer noch viel, viel schneller. Und da sind wir, zu Hause! Wir sind irgendwie, wir kommen von da und wir sind jetzt von da gekommen, das verstehe ich noch nicht ganz. Das verstehe ich auch nicht ganz. Aber wir sind auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir sind da. Wir sind bei den Vorsicht mit den Lamas, ne? Oh ja, schießen die Lamas noch. Boah, wir sind zurück bei den Lamas. Die haben mich vergessen, die Lamas. Ihr Dummies. Sind sie lieb zu dir? Ja, ja. Ach, guck. Oh Gott, hallo. Oh Gott. Stand noch in den Kommentaren natürlich drin, wie blöd ich war, dass ich die, den Händler davon getötet habe. Ja, aber es tut mir leid, ich wusste es in dem Moment nicht. Außerdem hat Katrin zuerst angegriffen. Nein. Du hast ihn getötet. Nein, ich habe zuerst angegriffen, aber du hast ihn getötet. Du hast ihn angegriffen. Ganz stolz, ich habe ihn getötet. Jawohl, du. Ja, ja. Ach, ihr Lamas, ne? Ach, guck, die Lamas, jetzt essen sie sogar ein bisschen Weizen von mir, ne? Das mögt ihr. Ja, fein. Ja, wir müssen jetzt noch einen Pferdestall bauen, ne? Ja, und anleihen. Sind die überhaupt angeleint gerade? Die Lamas, ja. Oh. Ich sehe die Leine sehe ich gar nicht. Also, die Lamas waren zumindest angeleint. Ich sehe es gerade auch nicht. Ja, ja, aber die stehen halt nur da rum, deswegen glaube ich, sind schon noch angeleint, aber die sind halt irgendwie, bleiben die da. Hier ist auch das Leinending, also ich glaube, das wird noch nicht angezeigt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Leine und ich habe gerade keine. Ich habe aber einen Sattel, als ob man einen Sattel vielleicht noch... Was? Das Pferd hat die reingeschubst, das Pferd ist neidisch und das Pferd hat einfach die Lamas reingeschubst in den Links, guck's dir an. Arthur ist sauer gewesen, hat die da reingeschubst. Oh, sie dann mit den Kühen zusammen. Aber ich kann keinen Sattel auf die aufmachen, ich probiere es gerade. Die sagen aber, nee. Die haben wahrscheinlich so viel Bock haben nicht auf mich. Naja, Leute, früher konnte man, jawohl, kann man immer noch.
Auf ein Schwein kann man einen Sattel drauf machen. Jawohl. Perfekt. Na dann, Leute. War's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt noch oben, wenn es euch gefallen hat. Nächste Folge gibt's um 15 Uhr. Morgen auf Kanal von Kati. Bis dahin. Yes, vielen Dank fürs Zuschauen. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und bald startet Minecraft Zero dann übrigens auch. Ja? Also, seid gespannt. Ah, ich glaube am Mittwoch, 25. oder so ist das, ne? Kann das sein? Ich glaube, 25er kann nicht stimmen. Nee, 29. ist oder so. Auf jeden Fall nächsten Mittwoch, ja? Dann startet Minecraft Zero abends um 18 Uhr. Wird ein geiles neues Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao. Also, nee, bis morgen. Ciao, ciao.